Wir von KitchenEarz haben Handrührgeräte bzw. Handmixer getestet. Zuallererst zeigen wir Ihnen unseren Testsieger und danach zeigen wir Ihnen alle Geräte, die wir getestet haben, jeweils mit Vor- und Nachteilen. Puh, das war intensiv. Bevor wir aber nun zum Testsieger kommen, will ich Ihnen noch kurz sagen, wieso Sie unserem Urteil vertrauen können. Wir haben mehrere Wochen recherchiert und 5 bereits gut bewertete Handmixer ausgewählt, bestellt und 3 Tage lang ausführlich getestet und verglichen. Wie bei all unseren Tests haben wir die Testgeräte selbst eingekauft und bezahlt und bei unserer Auswahl und Meinung haben wir uns nicht von Herstellern beeinflussen lassen. Außerdem standen uns als Experten dieses Mal die Konditormeisterin Nicole Spindler und der Kuchenbäcker Tobias Müller mit ihren Erfahrungen zur Seite. Vielen Dank dafür. Kommen wir also nun zum Testsieger. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gerät von Krups der beste Handmixer ist, den Sie kaufen können. Er war schneller als alle anderen Mixer in unserem Test und brachte außerdem sehr viel Volumen in die Zutaten. Was uns aber am meisten überzeugt hat? Der Mixer hat richtig viel Kraft. Sowohl das Aufschlagen von Eiweiß und Schlagsahne als auch das Vermengen von Hefeteig hat der Mixer mit viel Kraft und besser als alle anderen Testgeräte gemeistert. Weniger gefiel uns, dass der Mixer Flüssigkeiten in kleinen Schüsseln verspritzt. Man sollte für Flüssigkeiten also eher Gefäße mit einem hohen Rand verwenden. Mit 1135 Gramm ist der Mixer auch nicht gerade leicht. Das merkt man zum Beispiel schnell im Unterarm, wenn man schwergängigen Hefeteig verrührt. Dafür liegt er aber sehr gut in der Hand und steht auch fest auf der Arbeitsfläche, wenn man ihn mal abstellt. Insgesamt hat der Mixer von Krups nicht in allen Tests perfekt abgeschnitten, aber seine Rührleistung hat die aller anderen Handmixer in unserem Test übertroffen. Deshalb raten wir Ihnen, wenn Sie einen kraftvollen Mixer kaufen wollen, dann werden Sie mit dem Gerät von Krups zufrieden sein. Einen Link zum Handmixer und zu unserem ausführlichen Testbericht finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Sehen wir uns noch ganz kurz die anderen Handmixer an, die wir getestet haben. Keines der Geräte war wirklich schlecht, da wir in unseren Tests bereits gut bewertete Geräte vergleichen und herausfinden wollen, welches davon das Beste ist. Wer möglichst wenig Geld ausgeben will, sollte zu dem Handmixer von Rosenstein und Söhne greifen. Das ist übrigens die Eigenmarke des Versandhändlers Pearl.de. Man merkt zwar, dass die Verarbeitung nicht besonders hochwertig ist, aber der Mixer hat alle unserer Tests ohne Probleme bestanden. Nur bei dem recht festen Hefeteig wurde der Mixer etwas langsamer, aber am Ende wurde der Tag trotzdem gut. Insgesamt ein erstaunlich guter Mixer für den kleinen Preis von rund 17 Euro. Der Handmixer von Russell Hobbs hat uns zuerst sehr gut gefallen, da das Design wirklich gut durchdacht ist. Die Rührstäbe und Knethaken lassen sich zur Aufbewahrung an den Seiten des Gerätes festklemmen und auch das Kabel lässt sich aufwickeln und fixieren. Leider gibt es aber auch Schwächen. Durch die Form der Rührstäbe kommen diese bei kleineren Mengen kaum in Kontakt mit der Flüssigkeit, die geschlagen werden soll. Das haben wir zum Beispiel bei einem Eiweiß festgestellt. Wenn man das Gefäß schräg hält, wird das zwar besser, trotzdem war der Mixer von Russell Hobbs aber deutlich langsamer als unser Testsieger von Krups. Beim Verrühren von Teig hatte das Gerät auch zu kämpfen und wurde deutlich langsamer. In Anbetracht des Preises macht es mehr Sinn, den Handmixer von Krups zu kaufen. Deshalb empfehlen wir das Gerät von Russell Hobbs nicht, obwohl es auch ein paar ganz gute Eigenschaften hat. Der Handmixer von Philips ist mit 60 Euro nicht gerade günstig. Dafür kommt er aber mit einem Stabmixeraufsatz und einem Messbecher, den man auch als Aufbewahrungsbehälter für die Aufsätze verwenden kann. Für den Eisschnee benötigte der Mixer etwas länger, dafür war er aber beim Hefeteig der schnellste. Der Mixer lässt sich gut bedienen, nur das Einstellen einer bestimmten Geschwindigkeitsstufe war etwas schwierig, da man schnell mal etwas weiter nach oben schaltet, als man eigentlich wollte. Außerdem ist der Mixer etwas wackelig, wenn man ihn auf der Arbeitsfläche abstellt. Insgesamt können wir das Gerät aber empfehlen. Vor allem, wenn man die Funktion eines Stabmixers gleich mit dabei haben möchte, dann spart man sich mit dem Handmixer ein weiteres Küchengerät, das Platz wegnimmt. Bei dem Handmixer von Siemens fällt sofort auf, dass er sehr leicht ist und dadurch gut in der Hand liegt. Außerdem positiv aufgefallen ist uns, dass der Mixer recht leise ist. Das Aufschlagen von Sahne und Eischaum hat auch ganz gut geklappt, aber beim Hefeteig hatte der Mixer von Siemens zu kämpfen und wurde ziemlich langsam.
Es entstand außerdem kein gutes Glutengerüst, was wichtig ist, damit der Teig gut aufgeht. Das konnten die anderen Mixer in unserem Test deutlich besser und schneller und aus diesem Grund empfehlen wir den Handmixer nicht. Jetzt zeigen wir Ihnen noch ganz kurz, wie wir bei unserem Test vorgegangen sind. Die Lautstärke haben wir mit einem Smartphone gemessen. Laut einem Experten der Deutschen Gesellschaft für Akustik lässt sich mit Smartphone-Apps die Lautstärke relativ genau messen. Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, haben wir den Abstand zwischen der Mitte einer Rührschüssel und dem Smartphone mit 30 cm festgelegt und alle Mixer jeweils auf der niedrigsten und einmal auf der höchsten Stufe getestet. Der wichtigste Teil unseres Tests war natürlich das Mixen. Das ist schließlich das, worauf es bei einem guten Handmixer ankommt. Als allererstes schlugen wir 100 ml Schlagsahne auf, bis sie steif wurde. Danach prüften wir, wie schnell die Mixer sind, wenn es um Eischnee geht. Wir schlugen ein Ei auf und stoppten die Zeit, bis das Eiklar zu Eischnee wurde. Weiter ging es mit Kartoffelteig. Wir wollten prüfen, wie schnell die Mixer es schaffen, Teig gleichmäßig zu verrühren. Um das zu überprüfen, färbten wir jeweils 200 Gramm Kartoffelteig mit Lebensmittelfarbe Blau und Gelb ein. Anschließend stoppten wir die Zeit, bis der Teig durchgehend grün war. Zuletzt haben wir mit Hilfe der Knethaken Hefeteig zubereitet. Wir nutzten dafür ein Rezept von Lutz Geißler, dem wahrscheinlich bekanntesten deutschen Autor für Brotbackbücher. Wir gaben alle Zutaten, genau abgewogen, in eine Schüssel und verkneteten sie auf mittlerer Stufe für 20 Sekunden. Danach so lange auf der höchsten Stufe, bis der Teig fertig war. Am Schluss bewerteten wir noch, wie gut sich die Geräte bedienen lassen und wie gut sie in der Hand liegen. Vor allem bei schweren Teigen wird es schon nach kurzer Zeit anstrengend und umso wichtiger ist es da, dass ein Handmixer nicht zu schwer ist und sich gut halten lässt. Die Sicherheit der Handmixer überprüften wir unter anderem, indem wir versuchten, die Rührstäbe auszuwerfen, während das Gerät an war. Insgesamt am besten abgeschnitten hat der Handmixer von Krups. Der Mixer war zwar nicht perfekt, aber er war der kraftvollste in unserem Test und hat uns überzeugt. Wenn Sie also den besten Handmixer kaufen wollen, dann empfehlen wir Ihnen das Gerät von Krups. Einen Link zum Handmixer und zu unserem ausführlichen Testbericht finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Das war nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus unserem Test. Wenn Sie den gesamten ausführlichen Test lesen möchten, dann finden Sie dazu den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie einfach einen Kommentar unter dieses Video. Wir beantworten alle Fragen persönlich. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Wenn Sie keinen unserer weiteren Tests mehr verpassen möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, denn dann bekommen Sie einfach Bescheid, sobald wir das nächste Video hochladen.